Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte Sie ganz, ganz herzlich zu dieser Pressekonferenz begrüßen und freue mich, dass Sie viel zahlreicher als sonst eh schon hier erschienen sind. Vorab möchte ich uns erstmal vorstellen. Mein Name ist Dominik Metzler. Ich bin einerseits verantwortlich für die Pressearbeit zur Spiel, aber auch Veranstalter dieser schönen Messe. Zu meiner Rechten sitzt Frank Zirkens und das zum ersten Mal, der mich seit letztem Jahr in Bezug auf die Pressearbeit unterstützt, weil wir mittlerweile zu viele Interviews geben müssen, die ich nicht mehr alle gleichzeitig bewältigen könnte. Zu meiner Linken sitzt Hermann Hutter. Hermann Hutter ist der Vorsitzende der Spieleverlage e.V. Die Spieleverlage e.V. ist, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, Hermann, ein Zusammenschluss der großen deutschen Spieleverlage, eine Interessengemeinschaft. Er wird Ihnen am Ende unseres Vortrages die Marktzahlen, was zu den Marktzahlen der deutschen Spielebranche sagen. Zur Einstimmung und für diejenigen, die bisher die Spiele noch nie besucht haben, haben wir wie jedes Jahr einen kurzen Einspieler vorbereitet, der hoffentlich den Charme dieser Messe ganz gut einfängt. Ganz oft gefragt worden, sagen Sie mal, wie ist das eigentlich entstanden? Die Spiel war seinerzeit eigentlich ein komplettes Zufallsprodukt. Wir hatten damals einen Verlag, den wir heute auch noch haben, und der gab eine Zeitschrift für Spiele heraus. Und die Leser sollten eigentlich an die Möglichkeit erhalten, sich mal an einem Wochenende zu treffen, über zwei Tage, um sich gegenseitig kennenzulernen und halt auch zu spielen. Das sollte damals in der Volkshochschule oder fand damals in der Volkshochschule in Essen statt. Man musste sich vorab anmelden, es hatten sich 700 Spieler angemeldet und einer dieser Spieler kam aus ihrer Zunft. Das war nämlich ein Radiojournalist vom WDR 2, der, ohne dass er uns davor vorher informierte, eine kurze Randnotiz absetzte, die fatale Folgen hatte. Die überrannten uns förmlich, die Besucher. Also es kamen 5000 Menschen in diese kleine Volkshochschule in Essen, die damals gegenüber des Hauptbahnhofes lag. Die Feuerwehr sperrte die Straße ab, man sah nur noch rote Autos draußen. Eigentlich blockierten wir den ganzen Hauptbahnhof. Und es gab ein einziges, damals gab es ja noch keine Handys, ein einziges Telefon in dieser ganzen Volkshochschule. Und das war in der Wohnung des Hausmeisters. Das stand vor lauter Presseanfragen nicht mehr still und wir wussten eigentlich gar nicht, wie uns das geschieht.
Im nächsten Jahr wurde dann die Lösung gefunden, dass man eine Schule, die an diese Volkshochschule angrenzte, dazu nahm. Wir waren durch den Schulhof miteinander verbunden, nutzte alles nichts, kamen 15.000 Menschen und das Chaos war wieder perfekt. Damals hat die Stadt uns nahegelegt, weil die Messe Essen eigentlich die einzige Location war, wo man mit so vielen Menschen hingehen konnte. Also ihr müsst umziehen, ihr müsst in die Messe Essen gehen. Kein Mensch wollte eine Messe machen, uns war das ganz unheimlich. Aber wir haben den Schritt halt gewagt und hatten dann über 40.000 Besucher im ersten Jahr in der Messe Essen. Und irgendwann, weil keiner von uns hatte ja auch eine Ahnung, wie man überhaupt eine Messe macht, wir machten ja ganz andere Dinge, hat uns dann der Ehrgeiz irgendwie ergriffen und wir haben gesagt, okay, wenn wir schon in der Messe Essen sind, dann machen wir jetzt auch eine Messe. Dann wurden die, in den ersten zwei Jahren hieß die Veranstaltung noch Deutsche Spielertage, die wurden umbenannt in internationale Spieltage und schon im ersten Jahr waren wir so ein bisschen international. Und seitdem sind wir halt jedes Jahr ständig gewachsen, sowohl was die Ausstelleranzahlen angeht, als auch die Besucherzahlen. Im ersten Jahr waren 11 Aussteller in der Volkshochschule eingeladen. In diesem Jahr können wir 2 Nullen hinten dranhängen. Es sind also mittlerweile 1.100 Aussteller aus 51 Nationen, die hier in den nächsten 4 Tagen ihre Neuheiten, aber auch altbewährte Spiele zeigen und den Besucher zum Testen und auch zum Kaufen zur Verfügung stellen. Wenn man sich mal die Struktur dieser Aussteller anguckt, dann ist halt auffällig, wie hoch der ausländische Anteil ist. Mittlerweile kommen 65% der Aussteller aus dem Ausland. Besonders stark vertreten sind hier Länder wie die USA, Frankreich, Großbritannien und Polen. Aber auch aus spielerischer Sicht eher exotische Länder wie Neuseeland, Israel, Malta und bis vor kurzem hatten wir noch den Iran, da waren 3 Aussteller angemeldet, die durften aber letzte Woche alle nicht ausreisen. Die sind also leider nicht da, dafür ist Jordanien hinzugekommen. Also es bleiben immer noch 51 Nationen. Und das erste Mal begrüßen wir sogar mit GMT einen Aussteller aus Saudi-Arabien. Der deutsche Brettspielmarkt, und da wird Ihnen nachher ja meine Mutter mehr dazu erzählen, wuchs in den letzten Jahren, also 2015 und 2016, um jeweils beeindruckende 10%. Das ist ein deutliches Indiz dafür, wie sehr analoge Spiele trotz oder vielleicht auch gerade aufgrund einer fortschreitenden Digitalisierung unserer Gesellschaft auf dem Vormarsch sind. Interessant dabei ist, dass immer mehr junge Menschen einen Ausgleich bei Brett- und Kartenspielen finden. Und so hat sich auch das Publikum der Spiele in den letzten Jahren deutlich verjüngt. Aber auch die Besucherzahlen der Spiele sprechen eine ziemlich deutliche Sprache. So kamen im Jahr 2015 noch 162.000 Besucher an den 4 Tagen zu dieser Messe. Aber die letzte Messe verzeichnete bereits 12.000 Besucher mehr. Wir sind im letzten Jahr quasi überrannt worden. Wir haben dieses Jahr darauf reagieren müssen auch. Es wird also deutlich mehr U-Bahnen geben, fast doppelt so viele wie im letzten Jahr, die diese Messe anfahren zu den Stoßzeiten. Wir haben auch die Parkplatzsituation deutlich verbessert, oder die Messe Essen hat das getan. Wir haben zig zusätzliche Parkplätze mit dazu gekommen. Die Bus-Shuttles fahren mit ganz kurzen Abständen, sodass wir hoffen, dass wir dieses Jahr gut gerüstet sind. Wir wollen, wie gesagt, einen neuen Preis verleihen, den Demospiel. In diesem Jahr hat die Stadt Essen und der Friedhelm-Merz-Verlag diese Auszeichnung ins Leben gerufen. Es soll Spiele belohnen, die ein innovatives Element mit sich bringen oder neue Entwicklungen im Spielbereich anstoßen. Und der Demospiel wird künftig jedes Jahr verliehen. Wir haben eine qualifizierte Jury, die hat 3 Spiele für den Demospiel nominiert. Und die werde ich Ihnen jetzt kurz vorstellen und bitte dazu dann die Verleger, die Vertreter der Verlage auf die Bühne. Die Nominierten sind einmal Fabelsaft von Friedemann Friese aus seinem Verlag 2F Spiele. 2 bis 5 Spieler konkurrieren auf einer Kartenauslage darum, die schmackhaftesten Säfte zuzubereiten. Das Spiel verändert sich ständig, weil neue Spielkarten alte ersetzen und neue Regeln ins Spiel bringen. Hallo, willkommen. Der Fabelmechanismus schafft es auf innovative Weise, den Spielstand zu speichern, Regeln und Material zu verändern, ohne Komponenten des Spiels zerstören zu müssen. Friedemann Friese und Henning Kröpke, Redakteur bei 2F Spiele Verlag. Ihr habt schon Applaus bekommen. Ja. Die zweite Nominierung geht an Lynch, erschienen bei Hoch von Autor Chris Byrne. Das ist ein abstraktes Strategiespiel für 2 Personen. Innovativ die Tatsache, dass die Spieler am Anfang noch, Herr Rutter, der Verleger,
Innovativ ist die Tatsache, dass die Spieler am Anfang noch nicht festgelegt haben, mit welcher Farbe sie eigentlich spielen. Das müssen sie im Laufe der Partie taktisch entscheiden. Herr Mutter, Hermann Mutter als Verleger von Buch ist schon auf der Bühne. Angekündigt ist noch Simon Hopp als Redakteur. Bitten wir ihn dazu. Ist er da? Er kommt heute Abend erst später. Okay, wunderbar. Dann müssen Sie es alleine richten, aber das schaffen Sie. Und das dritte im Bunde, Magic Maze von Kasper Lapp, die deutsche Ausgabe erscheint bei Pegasus. Das Innovative daran ist, dass alle Spieler jede der vier Spielfiguren bewegen können, aber nur in bestimmte Richtungen. Dominante Alpha-Spieler werden dadurch ausgeschaltet, dass die Spieler die meiste Zeit nicht miteinander sprechen dürfen. Und ein cleveres Mutationsprinzip sorgt dafür, dass jeder Einzelne einbezogen wird, mal mehr, mal weniger Sonderregeln anwenden darf. Vom Verlag Pegasus Spiele ist Klaus Ottmeier bei uns, er ist Redakteur. Herzlich willkommen alle drei Nominierten hier auf der Bühne. Herzlich willkommen zu den Nominierungen und der spannende Moment ist da. Wer wird der erste Preisträger des Inno-Spiel? Die Jury hat gewählt und sich entschieden für Magic Maze. Ja, in besagter Neuheitenschau haben wir hunderte von Spielen, die von den Verlagen dort anlässlich des Spiels präsentiert werden. Auf der Messe insgesamt sind es in diesem Jahr 1200 neue Titel und Weltpremieren, die hier vorgestellt werden. Da fällt der Überblick manchmal ganz schön schwer und wir haben versucht, Ihnen einige Trends und Highlights im Vorfeld zusammenzustellen. Ja, wir beginnen mit den Familienspielen, die ja wirklich jung und alt an einen Tisch bringen. Und zwar mit Ruhm, Glück und Feenstaub bringen. Das schön gestarteten Familienspiel Zauberlehrling gesucht von Mattel versuchen die Spieler, eine Zaubershow im königlichen Palast aufzuziehen und der berühmteste Zauberer zu werden. Reiche Schlösser plündern und Almosen an Bedürftige verteilen, das können wir mit Chipwood Forest vom Zoch Verlag. Ein dynamisches Lege- und Sammelspiel für 2 bis 5 Spieler. Queen Domino kommt als eigenständiges Spiel, aber auch als Ergänzung für King Domino von Pegasus Spiele. Neu dabei sind Städte und Gebäude. Mit Bonk stellt die Game Factory wieder ein nervenaufreibendes Geschicklichkeitsspiel aus Holz für 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahren vor, indem man versucht, mit Hilfe von Stahlkugeln eine Holzkugel ins gegnerische Tor zu schießen. Der Kern von Folded, erschienen bei Goliath, ist ein Speisetuch mit 16 verschiedenen Speisen drauf. Das müssen 2 bis 4 Spieler ab 7 so falten, dass die von einer Bestellkarte geforderten Speisen schließlich zu sehen sind. Hasbro präsentiert Fummelei. Dabei werden die Daumen mit speziellen Bändern eingewickelt und dann versuchen sie mal damit zu malen oder etwas zu falten und das auch noch auf Zeit. Mit Bully Parade der Film, das Brettspiel und Bully Parade der Film, das Kartenspiel, erobert Michael Bully Herwig bei Hoch die Spieltische. Und große Beliebtheit sehen wir jedes Jahr bei den Sprachspielen. Blurble von HCM Kinzel ist so eins. Und da treten die Spieler gegeneinander an und müssen das passende Wort zu einer gezogenen Karte finden. Aber lässt die Spieler bei Iguazu Diamanten verstecken und zwar hinter einem Wasserfall. Das Verstecken selbst wird über das Ausspielen von Karten geregelt, aber das Spiel hat einen sehr schönen Aufbau, in dem man die Diamanten wirklich verschwinden lassen kann. Das mittlerweile dritte Spiel zu einem Ken Follett-Roman stellt Kosmos vor, das Fundament der Ewigkeit. Diesmal wird vor dem Hintergrund des 100-jährigen Krieges um Macht und Einfluss gekämpft. Den Wettlauf nach Eldorado von Ravensburger liefern sich 2 bis 4 Expeditionsleiter ab 10 Jahren. Dabei gewinnt der Spieler, der mit seinem Kartendeck die beste Taktik auf den variablen Spielen angewählt hat. In Majesty, deine Krone, dein Königreich, aus dem Hans im Glück Verlag, schlüpfen die Spieler in die Rolle eines angehenden Königs und begeben sich auf eine Reise. Ziel ist es, geeignetes Personal für das eigene Königreich anzuwerben. Woher geht es bei Doppel-X von Schnittspiele, bei dem Würfelspiel wird das Innere des Deckels zur Spielfläche und man muss dann die Würfel wirklich werfen, um die der Mitspieler von den punkteträchtigen Feldern wegzukloppen. Und dann vielleicht
ein Kommunikationsspiel für größere Familien oder Gruppen, When I Dream von Rebus. Einer der Teilnehmer träumt mit geschlossenen Augen. Die übrigen Spieler sind Traumgeister, die ihre Karten mit einem einzigen Wort beschreiben lassen. So reist der Träumer durch die Fantasie und versucht, den falschen Einflüsterungen von Nachtalben und Sandländern zu widerstehen. Neben den vielen neuen Familienspielen gibt es selbstverständlich auch eine breite Auswahl an neuen und innovativen Kinderspielen, mit denen Kinder Spaß haben, dabei auch etwas lernen und ganz spielerisch Kompetenzen erwerben. So ist Burg Kletterfrosch ein spannendes Geschicklichkeits- und Memo-Spiel, bei dem die Spieler eine Kluge balancieren müssen, indem sie gekonnt an Schnüren ziehen. Wenn ich noch mal Kind wäre, dann hätte ich auf meinen Wunschzettel ganz sicher Rollercoaster Challenge gehabt, weil ich hatte nämlich genau so eine, ja, wie nennt man die, Autorennbahn. Im Spiel geben die Aufgabenkarten vor, welche Bauteile man benötigt, damit der Waggon mit Hilfe der Schwerkraft von der Startposition ins Ziel rollt. Beim kooperativen Kinderspiel Tief im Riff müssen die Kinder gemeinsam überlegen, welche Wege sie wählen. Dieses Jahr scheinen Klospiele irgendwie eine besonders große Rolle zu spielen, denn sowohl die Firma Hutter als auch Hasbro stellen hier ein Spiel zum Thema vor. Im spritzigen Spielspaß bei Pippi Party gilt es mutig, die Spülung zu betätigen, dabei aber nicht vom Wasserstrahl getroffen zu werden. Im Spiel Flitzekacke aus dem Hause Hutter tragen die Spieler spezielle Monsterfangbänder und versuchen, alle Monster ihrer Farbe mit dem daran befestigten Magneten zu erwischen. Danach heißt es ab mit ihnen ins Klo. Das hört sich einfacher an, als es ist, denn die Monster wuseln wild durcheinander und die Toilette dreht sich dabei um die eigene Achse. Emily und Lukas Brand sind 15 und 17 Jahre alt und gehören wohl zu den jüngsten Spieleautoren dieser Messe. In ihrem neuesten Spiel Schummelhummel darf nach Herzenslust geschummelt werden, wenn man versucht, seine Handkarten auf einen Stapel abzulegen oder im Ärmel oder sonst wo unterm Tisch oder beim Nachbarn verschwinden zu lassen. Wir werfen mal einen Blick auf Kartenspiele, die ja manchmal in sehr kleinen Schachteln sehr viel Spaß machen. Sehr großen Spaß. Asmodee präsentiert eine Neuausgabe des Sammelkartenspiels Legend of the Five Rings mit neuen Mechanismen, einem frischen Blick auf die Story des Reiches Rokugan und natürlich mit neuem Artwork, das stark vom japanischen Setting beeinflusst ist. Amigo bringt die Sneaky Cards nach Deutschland. Jede Karte fordert den Spieler zu einer Mission auf, ein Selfie mit einem Fremden oder jemandem einen Kaffee ausgeben. Mission erfüllt? Dann wird die Karte weitergegeben. Die Karten sind mit einem individuellen Code versehen, der auf einer speziellen Webseite getrackt werden kann. Anspruchsvolle Herausforderungen für Taktiker und Strategen sind auf das Spiel hoch gefragt. In diese Kategorie gehört Pandemic Legacy Season 2, ein episches, kooperatives Brettspiel, in dem die Spieler nicht gegeneinander spielen, sondern miteinander gegen das Spiel. Spielaktionen wirken sich auf spätere Partien aus und der Spielplan und das Material verändern sich fortlaufend. So gleicht keine Partie der anderen. Einen strategischen Leckerbissen zeigt Uwe Rosenberg mit Nussfjord, in dem Spieler in einem knallharten Konkurrenzkampf um die reichsten Fischbestände der Luftroten stehen. Im strategischen Aufbauspiel Gaia-Projekt übernehmen die Spieler eines von 14 Völkern, um die Planeten einer Galaxie zu besiedeln und ihre Gebäude darauf zu errichten. Ja, spannend wie eine Spielpreisverleihung wird es, wenn Krimi-Spieler auf den Tisch kommen. Wobei Tisch bei der Suche nach dem goldenen Schuh ja schon wieder fast falsch ist. Das Spiel aus dem Verlag Krimi Total ist für Kinder ab 8 Jahren und es verwandelt jeden Geburtstag oder jede Feier in einen Kriminalfall. Die Kinder schlüpfen nämlich in die Rollen von Märchenfiguren und müssen dann herausfinden, wer den goldenen Schuh der Prinzessin gestohlen hat. Wir selbst kriegen auch unser Fett weg. In Ausgespielt, der Messe-Krimi, geschieht ein Mord auf der Spielmesse. Es erwischt den bekannten, vielleicht nicht ganz unschuldigen Videoblogger Goody Hunter. 7 bis 8 weitere Spieler schlüpfen in verschiedene Rollen, etwa die der strengen Messechefin,
Monique Matzler und versuchen, den heimtückischen Mörder zu entlarven. Das Spiel finden Sie dann bei Frosted Games. Und ich stehe mal kurz auf, denn Mord auf der Messe, das wäre vielleicht auch was für Sebastian Fitzek. Er ist einer der erfolgreichsten Krimi-Autoren Deutschlands. Seine Bücher werden in 24 Sprachen übersetzt. Die Auflage nähert sich den 10 Millionen. Und seine Bühnenshow ist regelmäßig. Es in einem Safehouse schaffen muss, weil er Zeuge eines Verbrechens wurde. Eines Verbrechens, was er vielleicht gar nicht, wo er gar nicht weiß, was er da beobachtet hat. Er weiß nur, die bösen Mächte, die Täter, die das verbrochen haben, sind hinter ihm her und er muss eben als Zeuge ins sichere Haus kommen. Das war die Grundidee. Und da bin ich sehr froh, dass Marco da drauf gesprungen ist und diese Grundidee eben dann so spannend umgesetzt. Genau, ich wollte gerade sagen, Marco, du hast das Spiel entwickelt, dann nach einer Idee von Sebastian. Vielleicht erzählst du mal was von den Abenteuern, die man da erlebt. Man arbeitet sich so durch so ein Buch, bis man am Ende in so ein Aufklapphaus sich flieht. Wie komme ich da hin? Ja, genau. Also bei Fitzek Safehouse das Spiel wollten wir natürlich aufgreifen, dass wir hier einen erfolgreichen Buchautoren haben. Und haben uns gedacht, das Ganze muss natürlich dann auch in Form, in Buchform im Spiel präsentiert werden. Das heißt, wir blättern uns durch die Kapitel des Spiels, bevor wir dann im letzten Kapitel hoffentlich im Safehouse ankommen. Und wir sind ständig auf der Flucht. Ja, man fühlt sich doch schon sehr getrieben bei dem Spiel. Ja. Sebastian, du spielst selber gerne. Was ist dein Favorit? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich in den letzten Jahren, wir haben drei kleine Kinder, die sind 4, 6 und 7, da bin ich eher so bei Lotti Carotti angelangt oder auch diesen das Krokodil, das spielen wir gerade und ich verliere ständig. Also das sind genau die Spiele. Ich bin ganz froh, dass die Kinder nicht da sind, denn ich weiß ganz genau, wofür sie sich entschieden hätten, nämlich für die beiden Toilettenspiele. Also insofern, alles begonnen hat es mit Spiel des Lebens und ich dachte auch, das ist eben auch eine Reise. Bücher sind eine Reise, Spiele sind eine Reise, ein Tor eben in eine andere Welt, in die man eintaucht, in die man was erlebt und wenn man dann das Spiel beendet hat, dann hat man hoffentlich auch was für die Realität mitgenommen. Und das finde ich auch so die tolle Gemeinsamkeit zwischen Büchern und Spielen. Seid ihr beiden jetzt zueinander gekommen, zum Spiel entwickeln? Da kann ich ganz kurz sagen, dass ich sehr gerne auch die Black Stories spiele, das habe ich vergessen zu erwähnen. Und als ich dachte, okay, welcher Verlag käme denn in Betracht, um ein Thriller-Spiel umzusetzen, erinnere ich an die Black Stories und so sind wir auf den Moses Verlag gekommen und dann bist du dazu gestoßen. Ja, das liegt ja auch auf der Hand. Wir haben Bücher voller Massenmörder und Psychopathen. Nein, natürlich. Da nimmt man am besten Kinderspiele auch dran. Bei den Teufel, klar, natürlich. Ich kann mir gar keinen anderen vorstellen. Der kennt sich daheim aus. Die Kinder leben das ja sozusagen vor. Da muss man nur noch gucken, dass man es in die Schachtel bringt. Ja, auf jeden Fall sehen die Kinderzimmer immer aus wie Tatort. Man wird inspiriert und out of the box denken ist wahrscheinlich wirklich ganz gut. Und was er gemacht hat, ist eben, dass er alle Bücher gelesen hat und die Essenz daraus gezogen hat. Also das ist bewusst kein Buch zum Spiel. Ne? Das ist nicht, du orientierst dich an der Fitzek-Welt. Du hast hier, glaube ich, auch das Bühnenprogramm ein paar Mal geschaut. Das ist auch ganz gut so, weil man muss kein Fitzek-Fan sein und man muss kein einziges Buch gelesen haben, um dieses Spiel zu spielen. Ich hoffe, dass wir es geschafft haben, dass wir die Atmosphäre, also nicht ein Buch, nicht eine Geschichte im Spiel haben, sondern mehr das sozusagen das Fitzek-Universum, nennen wir es mal ganz bescheiden. Das heißt, wie fühlt sich seine Geschichten an, was empfindet der Leser dabei, welche Emotionen hat er dabei? Das waren die Sachen, die wir einfangen wollten beim Spiel. Du machst viele verrückte Sachen. Also, du hast, glaube ich, schon Lesungen bei Menschen zu Hause gemacht, bei den Menschen zu Hause gemacht. Du hast irgendwie auf der Leipziger Buchmesse so einen Krankenhausstand gemacht oder sowas. Ja. Das heißt, was ist die nächste verrückte Aktion? Sebastian Fitzek, Spieleabend? Also wir sind gerade beim Diskutieren, dass wir tatsächlich, wenn jemand so mutig ist, uns einzuladen, zu Hause da aufschlagen und Spieleabend machen. Mit der ganzen Familie, gut, also 12 Jahre alt sollte man vielleicht schon sein. Man kriegt ordentlich Herzklopfen, man spielt gegen das Spiel. Und auch wir haben uns dann bei dem Werbevideo, was wir drehen wollten, sind wir ordentlich uns in die Haare, nein, die Haare nicht so ganz über uns beiden, aber wir sind auf jeden Fall aneinander geraten, weil man muss da gemeinsam eben dieses Spiel schaffen, gemeinsam in das Safehouse kriegt man ordentlich Puls. Aber ich würde ganz gerne, ich glaube auch, du wirst auch ganz gerne bei jemandem zu Hause spielen.
Ja. Ich find das spannend bei euch beiden, dieser Genrewechsel. Du hast es gerade schon gesagt, eigentlich bist du ja hauptsächlich auf Kinderspiele festgelegt, aber du machst sehr viele Kinderspiele. Jetzt noch ein Thriller-Spiel. Du bist eigentlich Thriller-Autor, hast aber auch schon ein Kinderbuch geschrieben und jetzt ein gemeinsames Spiel. Was reizt euch da an diesem Grenzgang, an diesem Wechsel des Genres? Ja, das ist doch schön, das ist doch klasse, wenn man sozusagen die eigenen Grenzen überwinden kann, auch so ein bisschen aus der eigenen Schublade raus kann, einfach neue Bereiche trifft. Und ich glaube, das kommt ja auch dazu, dass jetzt einige deiner Geschichten verfilmt werden. Das heißt, wir beschränken uns eigentlich nicht, beide glaube ich nicht, auf ein Medium oder wollen uns da nicht beschränken, sondern immer wieder Neues entdecken, immer offen sein für Neues. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber als Autor, das klingt immer sehr esoterisch, aber das ist wirklich so, ich suche mir meine Ideen nicht aus, sie sind halt irgendwie da und dann probiere ich eben die so gut wie möglich umzusetzen. Und das müssen wir am Psychiater analysieren, warum es bei mir dann immer Thriller-Ideen am Ende werden. Manchmal setze ich mich sogar ran und denke, okay, jetzt schreibst du noch was Lustiges und dann zwei Seiten, drei Seiten später ist es dann doch wieder ein Psychothriller. Aber tatsächlich eben, da war auf einmal eine Idee zum Spiel. Ich habe mich nicht hingesetzt, ich würde es mir auch gar nicht anmaßen. Deswegen ist es auch ganz wesentlich. Beispielsweise das kleine Beispiel, dieses Spielbrett ist wirklich ein Buch. Und man müsste ja nun wohl denken, dass ein Autor als erstes auf die Idee kommt und sagt, da muss man ein Buch draus machen aus diesem Spielbrett. Aber daran habe ich gar nicht gedacht. Das ist Markus Verdienst. Alles klar. Vielen Dank. Danke. Markus Scholtner, Sebastian Fitzek. Ja, auch die beiden finden Sie gleich in der Neuheitenschau, wo Sie Ihr Spiel nochmal vorstellen und wo Sie auch nochmal Interviews machen können. Wir kommen nochmal ganz kurz zu weiteren Spielen. Wir haben letztes Jahr einen Megatrend gehabt, die sogenannten Escape-Spiele, die sich in diesem Jahr ganz deutlich fortsetzen. Bei diesen Spielen geht es darum, dass die Spieler Aufgaben und Rätsel lösen müssen und das zum Teil in vorgegebener Zeit, zum Teil haben sie Zeit dafür, um aus einem Raum zu entfliehen. In diesem Jahr finden sich bei noch mehr Verlagen Neuheiten zu dieser Produktlinie. So liegt Kosmos mit drei weiteren Spielen der Exit-Reihe nach und führt abgestufte Schwierigkeitsgrade ein. Als Einsteigerspiel ab 10 Jahren fungiert das Haus der Rätsel als eine Drei-Fragezeichen-Variante. Abaco-Spiele zeigt mit dem komplett kartenbasierten Deckscape erstmals eine Escape Room im Taschenformat. Space Cowboys bringt neue Mystery-Fälle für Unlock, indem das Escape-Abenteuer von einer App gesteuert wird. HCM Kinzel stellt Escape the Room, das Geheimnis des Refugiums von Dr. Gravely vor. Und last not but least, für entführt Nobelspiele mit Escape Room Virtual Reality in die virtuelle Realität. So enthält das Spiel eine Brille, mit der die Spieler mit Hilfe einer zugehörigen App live in die Spielwelt eintauchen können, um Teil des Abenteuers zu werden. Und wir wollen Ihnen auch nicht die Preisträger des Deutschen Spielepreises 2017 vorenthalten. Das ist der weltweit wichtigste Publikumspreis für Gesellschaftsspiele, der in den Kategorien Bestes Familien- und Erwachsenenspiel und Bestes Kinderspiel vergeben wird. Als Bestes Familien- und Erwachsenenspiel 2017 wird Terraforming Mars von Jakob Frixelius prämiert, erschienen im Schwerkraft Verlag. Über viele Generationen versuchen die Spieler hier Atmosphäre, Temperatur und Oberfläche des roten Planeten so zu verändern, dass er bewohnbar wird. Alles kann Auswirkungen auf dieses Ziel haben, von der Flechtenzucht bis zum Absturz eines kapitalen Kometen. Mal setzen wir Wasser frei, mal bauen wir eine Stadt auf dem Mars. Das Spiel begeistert weltweit und besticht durch seine klaren Mechanismen und einen wissenschaftlichen Hintergrund, der nichts zu wünschen übrig lässt. Der Deutsche Kinderspielepreis geht an iSchool von Brian Gomez aus dem Hause Amigo Spiel und Freizeit. Hier macht schon der Aufbau Lust auf mehr. Aus ineinander verschachtelten Teilen entsteht eine große Pinguinschule. Die kleinen Pinguine haben keine Lust auf Unterricht, sondern wollen Fang spielen. Die Spieler schnitzen diese Pinguinfiguren durch die Klassenzimmer, je trickreicher, desto besser. Und iSchool fördert Geschick und Augenmaß. Und tatsächlich macht hier Übung den Meister. Jetzt gibt Ihnen Frau Metzler noch einen Überblick über das Rahmenprogramm der 35. Internationalen Spieltage. Ja, ich mache es kurz und knapp, sonst werden wir heute etwas lang, glaube ich. Also natürlich ist es nicht so, nur so, dass hier auf der Messe neue Spiele vorgestellt werden. Es gibt halt ein riesiges Rahmenprogramm, Autoren, Signierstunden,
zig Wettbewerbe und Turniere. Und erstmals wird es auch ein Konzert auf das Spiel geben. Denn so findet am Freitag um 16 Uhr im Saal Europa ein Konzert statt. Hier stellt Shadows of Estherin das Projekt Adeline vor. Das ist ein klassisches Konzert, das sich an den Charakteren des Dark Fantasy-Rollenspiels Shadows of Estherin orientiert. Unter anderem ist die französische The Voice-Siegerin Clarissa May zu hören. Die Hallenaufteilung, vielleicht nochmal kurz dazu, ist dieses Jahr wie folgt. Wir sind so gewachsen, dass wir eine neue Hallenaufteilung zum Teil wenigstens machen mussten. Die Presse-Neuheitenschau ist wie letztes Jahr wieder in der Halle 1a untergebracht. Brett- und Kartenspiele gibt es in diesem Jahr in den Hallen 1, 2, 3, 6, 7 und der Halle 8. Kinder kommen wie gewohnt voll auf ihre Kosten in der Galeria, denn hier ist das große Animations- und Mitmachprogramm untergebracht. Spiele für kleines Geld, also der Spieleflohmarkt, finden in diesem Jahr in der Halle 8. Fantasy, Brett- und Live-Rollenspiele sind ebenfalls umgezogen. Den allergrößten Teil finden Sie in diesem Jahr in der Halle 6. So, ich hoffe, Sie haben sich ein ganz gutes Bild von dieser Messe, die hier am Morgen stattfinden wird, machen können. Und ich wünsche Ihnen für meinen Part jetzt erstmal viel Spaß bei Ihrer weiteren Arbeit. Aber bevor wir Sie entlassen, wie gesagt, wird Ihnen Hermann Mutter noch die Zahlen der deutschen Spielbranche nennen. Ja, wenn man so viele Spiele sieht, dann muss man sich fragen, können die überhaupt noch verkauft werden? Ist Platz für so viele Spiele? Das war neulich auch die Kolumne in der Fachzeitung und ich muss Ihnen sagen, ja. Genauso wie die Begeisterung auf den Gesichtern der Menschen vor dem Film zu sehen war, ist auch die Begeisterung im Absatz. Wir haben 2 Jahre lang hintereinander jeweils 10% gehabt und dieses Jahr sind wir schon mit 7,8% Ende September im Plus. Und das Schöne ist dabei, dass es wirklich alle Warengruppen trifft, alle sind im Wachstum. Kartenspiele zum Beispiel mit 4,5%, Kinderspiele mit 5,4%. Aber die eigentlichen Gewinner der Branche sind eigentlich die Familienspiele. Die sind durchwegs alle im zweistelligen Bereich unterwegs. Und wir sehen jetzt an solchen Krimispielen und so weiter, die auch die Zielgruppe gerade der jungen Menschen so zwischen 15 und 35 sehr stark ansprechen, dass wir hier eine Zielgruppe gewonnen haben oder wiedergeholt haben, für die es hip ist zu spielen, die gerne Spieleabende machen und die alle ganz begeistert sind. Wir rechnen auch mit einem guten Weihnachtsgeschäft. Die Branche macht natürlich an Weihnachten den Hauptumsatz. Draußen, wenn es kalt und dunkel ist, sind Spiele besonders in. Und im letzten Quartal werden über 40% des Branchenumsatzes erzielt. Jetzt fragen mich natürlich immer viele Leute, wieso wird gern gespielt, wieso wächst die Branche? Und das kann man natürlich mit verschiedenen Punkten begründen. Einmal ist es so, dass Spielen natürlich in der heutigen Zeit so quasi fast eine Art Entschleunigung ist. Es ist ein Ausflug in eine andere Welt, in der man sich irgendwie mit Fantasie bewegen kann. Und auch die Spieleautoren und Verlage leisten tolle Arbeit, weil sie finden immer wieder wunderbar illustrierte Spiele mit hoher Qualität und mit hohem Spielmechanismusreiz. Und gerade das wird natürlich gerne gekauft. So sind auch immer mehr Spiele jenseits der 50-Euro-Klasse begehrt. Früher waren es hauptsächlich preiswerte Spiele, die gekauft worden sind. Wenn man ein bisschen schaut, wer will überhaupt ein Spiel kaufen, gibt es gerade eine neue Studie, die da sagt, dass quasi fast jeder Zweite in Deutschland plant, in den nächsten 12 Monaten ein Gesellschaftsspiel für sich oder als Geschenk zu kaufen. Das finden wir natürlich alle ganz toll. Und andererseits ist es für manche Leute noch nicht so einfach, quasi sich das richtige Spiel zu suchen oder zu finden. Nämlich 26% sagen, ja okay, es ist schwierig, das richtige Spiel zu finden, aber das setzen wir auf Sie, Sie als Journalisten, Sie als Blogger, dass Sie den ganzen Spielern Infos und Tipps geben und die richtigen und guten Spiele quasi empfehlen. Weil gerade Empfehlungen sind beim Spielekauf sehr wichtig. Über 60% der Leute verlassen sich auf Empfehlungen. Aber genauso wichtig ist natürlich die eigene Spielerfahrung. Wenn man am Spieleabend beim Freund war, ein Spiel gut gefunden hat, dann wird es oft gerne für sich selber gekauft. Aber wir sehen auch einen Zuwachs an Bloggerseiten, an vielen interessanten Webseiten, die sich mit dem Thema Spiel beschäftigen. Und es trifft natürlich diesen neuen Trend,
der heute sehr stark ist, nämlich Influencer-Marketing, Social Media. Das heißt, die digitale Welt auf der Informationsseite, die verknüpft sich sehr stark mit der tatsächlichen Brettspielwelt, die eher analog angesiedelt ist. Aber wir würden uns natürlich wünschen, dass unsere Branche noch ein bisschen mehr in den Fokus kommt. Wenn man vor kurzem gesehen hat, dass die Bundeskanzlerin Merkel quasi die Gamescom eröffnet hat, dann sieht man, dass quasi die Computerspielbranche viel Unterstützung von oben bekommt. Aber wir müssen uns nicht verstecken, wir haben tolle Produkte und ich denke, wir werden in den nächsten Jahren auch für noch mehr Aufmerksamkeit sorgen. Wir sehen auch in der Warengruppe, dass Spiele und Puzzles im gesamten Spielwarenmarkt mit die am stärksten wachsende Warengruppe ist. Wir haben ungefähr einen Anteil von rund 17% am gesamten Spielwarenmarkt, der in Deutschland rund 3 Milliarden Umsatz macht. In den letzten Jahren war das sehr stark dominiert von Firmen wie Lego und dergleichen und inzwischen sind die Spiele wieder ganz vorne mit dabei. Und wir rechnen in diesem Jahr, dass die gesamte Branche ungefähr 550 Millionen Euro Umsatz mit Spielen und Puzzles in Deutschland macht. Aber die Spiele, die jetzt hier verkauft werden, gehen natürlich nicht nur nach Deutschland. Die Branche ist international und wird es immer mehr. Eva Metzler hat es vorher gesagt, 65% der Aussteller hier kommen aus dem Ausland. Und das zeigt sich natürlich auch auf der einen Seite, dass es immer mehr internationale Spiele, Autoren und Erfinder gibt, deren Spiele überall in der Welt produziert werden. Die Verlage liefern ins Ausland, die Verlage kommen aus dem Ausland. Und es ist natürlich gut, wenn wir dadurch eine noch breitere und interessantere Spielepalette bekommen. Und wenn man so, ich habe vorher mal einfach mal versucht, das Thema Spiele bei Amazon als Suchbegriff einzugeben, da kommen dann erstmal 829.000 Produkte, wenn man es filtert, 50.000 Produkte. Das heißt, unsere Branche bietet schon einiges. Das heißt, für jeden Spieler gibt es was, vom Krimispiel bis hin zum Fantasiespiel. Und hier auf dieser Messe hat man natürlich da einen tollen Überblick. Und deswegen bin ich ganz dankbar und bedanke mich natürlich bei der Vermetzler im Namen der Spieleverlage, dass aus der kleinen Volkshochschule nun bald die ganze Messe Essen geworden ist. Und wir freuen uns, Herr Kurt, wenn wir dann irgendwann vorne an der Krugerhalle wieder reingehen können und die ganze Messe von hinten nach vorne belegen können. Das ist voraussichtlich so in 2 bis 3 Jahren, wenn die Frau Metzler will, dann sicherlich der Fall. Ja, und auch nur die sagen, die es nicht machen. Also es ist noch eine richtig weite Fläche. Wir müssten doppelt so groß sein, um alles auszufüllen. Aber das ist ja gut so, weil das bedeutet, dass wir in den nächsten Jahren in aller Ruhe, so wie wir das in den letzten Jahren auch machen, weiter wachsen können. Ja, also wir als Verlage sind sicherlich damit bereit, neue Spielideen zu haben. Wir verknüpfen verschiedene Medien und Themen. Man sieht das jetzt hier quasi am Sebastian Fitzek, wie aus dem Buch dann auch ein schönes Spiel werden kann. Es gibt ja auch Beispiele, wo aus berühmten Spielen Bücher geworden sind. Und es ist schon mal ein paar Jahre her, da hat einer meiner Vorgänger gesagt, dieses Jahr sind die Rucksackspiele so attraktiv. Und dann sage ich, was sind Rucksackspiele? Und dann hat er gemeint, alles, wo irgend so ein Thema, das es gibt, zum Spiel mutiert wird. Und ich glaube, das ist heute jetzt nicht mehr ganz so stark, weil viele Spielideen selber so kräftig und gut sind, dass sie nicht unbedingt einen Aufhänger brauchen. Aber auf der anderen Seite ist es immer gut, wenn man quasi beliebte Themen, aber auch Lizenzthemen mit aufnimmt. Das Thema Lizenz spielt ja auch gerade bei Kindern eine große Rolle, weil die wollen dann ihren Liebling, den sie kennen, auch ganz gerne auf dem Brettspiel dann sehen oder als Puzzle dann legen. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen und ich denke, Sie haben die nächsten Tage genügend Zeit, sich mit den vielen Neuheiten der Messe auseinanderzusetzen. Und ich denke, wir drei stehen jetzt hier nochmal für ein paar Fragen zur Verfügung. Ja, auch ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Der Frank Zippens und ich selber werden jetzt gleich unten in die Neuheitenschau gehen. Wenn man runterkommt, Rolltreppe runterfährt, auf der linken Seite haben wir so einen Meeting Point eingerichtet, damit man uns in der großen Neuheitenschau auch findet. Im letzten Jahr ist das ein bisschen schief gegangen zum Teil. Wie gesagt, ich bedanke mich, dass Sie alle bei uns sind oder waren. Ich hoffe, Sie haben heute und in den nächsten 4 Tagen noch ganz viel Spaß bei Ihrer Arbeit. Vielen Dank.